Noch weniger Rente, höhere Abschläge bei vorzeitigen Rentenbeginn gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen das ja, sprichwörtlich wird ja die Rentensau durch das Dorf gejagt. Jeden Tag gibt es neue Vorschläge zum Thema Rente, was man alles kürzen kann bei der gesetzlichen Rente. Da geht es los, Abschaffung der Altersrente mit 63, bekannt als Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit. Dann will man das Renteneintrittsalter erhöhen. Dann soll die Mütterrente 1 und 2 abgeschafft werden. 9 Millionen Mütter wären davon betroffen. Und jetzt kommt der uns doch schon bekannte Wirtschaftsweise Professor Werding, der ja von den Arbeitgebern in den Wirtschaftsweisen Rat berufen worden ist. Ja, das ist also sozusagen ein Arbeitgeberlobbyist. Und der fordert jetzt höhere Rentenabschläge bei den sogenannten Frührenten, meine Damen und Herren. Ja, ich als Rentenberater und als versierter Rentenberater, ich kenne keine Frührente, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also ich habe im SGB VI noch nie etwas gelesen, dass es eine Frührente geben soll. Der Herr Werding sollte doch mal uns mitteilen, er ist ja ein schlauer Professor, was er eigentlich damit meint. Ich kann Ihnen sagen, was er damit meint. Er meint damit die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente. Also nicht nur die Altersrente für langjährig Versicherte, sondern eben auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. In diese Renten kann man ja mit 35 Jahren Wartezeit gehen und dann aber mit entsprechenden Abschlag, wenn ich einen Kalendermonat vor dem regulären Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte in Rente gehe, bekomme ich einen Abschlag von 0,3%. Wenn ich 12 Monate vorher gehe, sind es 12%. Alle die Geburtsjahrgänge, die ab 1964 in diese Rente gehen, das heißt also ab 2027, können die dann schon in diese Rente gehen? Die kriegen ja schon die gesetzliche Höchststrafe. Das ist also praktisch im Grunde genommen die Höchststrafe von 14,4% Abschlag. Und Werding will, dass dieser Abschlag noch höher steigt, denn man müsse ja letzten Endes dafür sorgen, dass die Menschen weiter in Lohn und Brot bleiben, dass sie weiter arbeiten gehen und dass sie sozusagen hier dafür sorgen oder dass mit diesem Vorschlag dafür gesorgt wird, dass der Fachkräftemangel in Deutschland hier begegnet wird mit dieser Maßnahme. Und da muss eben alles auf den Tisch, meine Damen und Herren. Am besten ist, ich würde ja vorschlagen, am besten, Herr Werding, meine Idee wäre jetzt, damit das richtig so schön für Sie ist, damit sich das auch wunderbar liest und damit Sie auch wunderbar schlafen können. Ich würde vorschlagen, wir schaffen die gesamten Renten ab und wir arbeiten alle bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis wir alle tot umfallen. Das wäre doch genau das, was die Arbeitgeber eigentlich wollen, meine Damen und Herren, dass wir sozusagen bis zu unserem Tod für Sie arbeiten und dann auch Ihren unermesslichen Reichtum auch letzten Endes auch noch damit finanzieren. Ja, meine Damen und Herren, was sagt die SPD dazu? Die SPD ist bei diesem Thema, ich wundere mich, gespalten. Ja, also ich weiß gar nicht, wie man da gespalten sein kann, meine Damen und Herren. Ich bin der Meinung, dass man die Hände weg davon nehmen sollte, solche Vorschläge auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen. Denn wer heute vorzeitig mit der Altersrente für langjährig Versicherte oder schwerbehinderte Menschen vor dem regulären Beginn in Rente geht, bekommt einen Abschlag. Der erkauft sich teuer seinen Ruhestand. Wenn wir jetzt 5 bis 6% nehmen, wie Werding fordert, dann heißt das ja, dass die Renten um bis zu 25% entwertet werden. Meine Damen und Herren, Altersarmut ist vorprogrammiert. Ja, meine Damen und Herren, auch noch etwas, damit Sie auch gleich wissen, wie ich die ganze Sache persönlich sehe. Ich sehe es einfach so, dass Herr Werding von diesem Vorschlag persönlich gar nicht betroffen wäre. Er ist nämlich, so gehe ich davon aus, verbeamteter Professor und wird eines Tages mal eine fette Pension bekommen. Und deshalb wird er natürlich davon nicht betroffen sein, persönlich, vermute ich mal ganz klar. Sie mögen es mir vielleicht nachsehen. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig genau, aber ich gehe davon aus, dass Professoren in Deutschland, die einen Lehrstuhl innehaben, zumindest in den alten Bundesländern ist es so, auf jeden Fall eine Beamtenstelle haben und dann eine fette Pension bekommen. Und deswegen ist der Werding davon offensichtlich nicht betroffen. Ja, und es ist ja immer so,
Ich kann ja all denjenigen was wegnehmen, von dem ich persönlich nicht betroffen bin. Da machen sich ja Vorschläge relativ gut. Also, meine Damen und Herren, das ist ein wirklicher ein Vorschlag aus der Mottenkiste. Ja, dieser Vorschlag ist komplett lebensfremd und gehört eigentlich, ich sage es noch ganz konkreter, auf den Müllhaufen der vielen unerträglichen Rentenvorschläge, die wir da jeden Tag hören. Ja, vor allen Dingen aus dieser Richtung der Wirtschaftsweisen kommt ja da fast täglich irgendetwas. Und deswegen kann ich nur sagen, die Arbeitnehmervertreter der großen Gewerkschaften sagen ja auch, Vorschlag, Klammer auf, Minus, Klammer zu. Und so halte ich es auch. Dieser Vorschlag ist unerträglich. Und ich kann der SPD nur dringend anraten, wenn Sie überhaupt noch politisch überleben wollen in diesem Land, halten Sie bitte die Hände davon, von diesen Ideen. Das ist völliger Unfug, hier die Abschläge nochmal zu erhöhen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.